Einen wunderschönen guten Nachmittag wünsche ich euch. Schön, dass ihr alle da seid. Hallo an alle Twitchler, Amazonler und YouTuber. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute haben wir den, was habe ich im Stream geschrieben? Genau, den 83. Streamtag. Heute beschäftigen wir uns erstmal mit Archangel. Das ist der letzte Tag von der Beta Nummer 4. Wer weiß, wie viel danach noch kommen, das sehen wir dann schon. Und danach, wir spielen jetzt ein bisschen Archangel, noch einige Sachen zeigen, rum, ja, chargen, irgendwelche Spells und bla bla bla, seht ihr ja gleich. Und danach widmen wir uns wieder The Crew. Da ich noch sehr, sehr viele Keys für euch habe, dann könnt ihr auch mit Spiel mitfahren und euch einfach unserer Crew anschließen. Und zwar... So, also ich habe beleuchtet das Spiel noch gar nicht geändert im Stream. Genau, ich stream immer noch über The Crew. Moment, ich muss hier auf Archangel gehen. So, Moment. Archangel, genau. Ändern wir mal das Spiel, was gestreamt wird. Auf Archangel. Hier super Vorbereitung natürlich. Perfekt. Gut. Und zwar bin ich hier mit meiner Gex TV Mage. Mit der Uschi hier. So wie ich das mag hier, schöne Haarfarbe, so lila mäßig und auch Zopf, so gefällt mir das. Und ich stehe jetzt hier doof in der Gegend rum, ich habe mich von dem Camp etwas entfernt, da ich einige Soundtests gemacht habe vorher. Wie laut das Ganze ist für mein Cast, was ich alles einstellen muss. Ja, und jetzt rennen wir von einer Mission zur anderen, werden ein bisschen questen, noch ein bisschen, ja, keine Ahnung, ein, zwei Level machen, mal schauen, wie viel wir schaffen. Und das Spiel noch ein bisschen vorstellen. Es ist ja ein riesen MMORPG. Man kann hier Schiffe bauen, man kann Häuser bauen, man kann wirklich riesen Schiffe mit Kanonen dran bauen. Man kann, ich weiß nicht, was man alles, man kann ja hier seine eigene Farm haben, man kann da Kühe großziehen, man kann dann die Kühe melken und hat dann Milch und what weiß ich alles noch. Sehr, sehr umfangreich und sehr, sehr viele Sachen kann man machen. Hey, deutscher Ordensritter, grüß dich, schön, dass du da bist. Wie geht's dir, mein Freund? Und wie so üblich für ein MMO gibt es 1000 verschiedene Items. 1000 verschiedene Items, die man sich erst anschauen muss. Und es gibt hier verschiedene. Du kannst hier in dem Spiel jede Art von Rüstung tragen. Ob Stoff, ob Leder oder Platte. Jeder kann alles tragen. Es gibt 120 verschiedene Arten, seinen Charakter zu skillen. Du kannst drei Talent-Trees kombinieren. Ich habe jetzt hier so einen Zauberer, so einen Mage, dann einen Tank. Und noch so ein Fury Warrior. Also ich nenne immer die WoW-Begriffe da, die kenne ich halt. Das heißt halt hier, ich bin jetzt hier klasse Kreuzritter anscheinend. Fasst sich das zusammen. Ich habe mir einen Mage erstellt. Habe dann einige Mage-Spells. Hier Flammen mit Frost, wie ihr das erkennt. Beim Tank Schildschlag. Und beim Krieger oder Off-Warrior habe ich dann hier Blade Storm. Jetzt hier Wirbelwind. Und Sturmangriff, das ist Charge, das ist ganz cool, zeige ich euch gleich alles. Aber man kann 120 verschiedene Arten von Klassen kombinieren. Also es gibt nicht 120 verschiedene Klassen und die Kombinations- und verschiedene Kombinationsmöglichkeiten gibt es. Gut, und dir, jo, passt, soweit so gut. Hier ein bisschen am Erzählen, eine kleine Einleitung wegen dem Spiel und so. Kennst du ja, hast du das Spiel letztens gewonnen? Weiß ich nicht, doch, du hast doch gemeint, du willst mich in dem Spiel... ärgern und so, wie manche andere auch. Habe ich nämlich gerne an die Herausforderung. So, sprich, ich bin jetzt ein Mage Warrior Tank. Oder auch nicht. Mal schauen, was so geht. Ich zeige euch mal so ein bisschen, was ich jetzt, wie ich hier zuerst angreife. Ich habe immer den Plan, von der Ferne so ein bisschen Mage-Schaden zu machen. Dann charge ich hin, hau ihn dann mit meinen Nahkampfattacken rein, das seht ihr ja gleich. Ja, gut, und die Archangel hast du doch schon gestreamt. Vorgestern glaube ich, vorgestern genau. Die Beta läuft ja von Freitag bis Mittwoch bis heute, heute ist Ende, ich weiß gar nicht, um 10, um 8. Und jetzt zeigen wir noch den letzten Tag und dann schauen wir mal. Und ja, jetzt zeige ich das mal, was ich vorher habe ich ein bisschen leiser gemacht. Schau mal beim ersten Mob.
Ich versuche ihn. Okay, es sind zwei. Okay, ich wollte nur einen. Was macht denn der da? Okay. Erstmal. Wieso? Achso, ich bin zu weit. Okay. Wieder. Was läuft denn der wie so ein Psyche? Alter, dann nehme ich halt einen anderen. Hey Marcel, grüß dich. Wie geht's dir, mein Freund? Jetzt aber. Also erstmal Frostball. Dann dort ich hinzu. Dann mache ich so ein Dreifach-Kombo mit Firebolt. 1, 2, 3. Dann Charge! Blade Storm! Shield Bash! Und. Ich habe nicht Shield Bash gedrückt und dann ist er schon tot. Okay, dann machen wir es nochmal. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich habe ja schon einen Tag nicht gespielt, da muss man sich wieder dran gewöhnen erstmal. Wie geht's dir, Marcel? Alles klar bei dir, mein Freund. Schön, dass du da bist. Also, Frostbolt. Machen wir gleich Fireball hinterher. Dreifach-Kombo. 1, 2, 3. Charge! Blade Storm! Dann Shield Smash und noch Melee Attacks hinterher. Bam! Bam! Sprich Krieger Mage. Und da kommt noch ein anderer. Dem hauen wir gleich mal hier noch einen Blade Storm rein. Blade Storm! Und machen normale Melee Attacks dann. Wenn man näher als 8 Meter ist, dann wirken diese Spells nicht mehr so gut. Macht man weniger Schaden. Deswegen habe ich jetzt keine Mage Spells in Angriff genommen. Ach, da bist du ja hier. Grüß dich. Kann ich dich? Achso, ich habe dein Pferd angewählt. Ja, ja, ist okay. Ich lade dich ein. Mein Freund. Ich lade dich ein. Das ist der Jack aus unserem Stream. Jo, Marcel, soweit so gut. Ich habe 2 Stunden schlafen können von 7 bis 9 und dann ein bisschen rumgefummelt. Dann war ich in Behandlung heute, bin es dann nach Hause gekommen und ja, jetzt schauen wir mal ein bisschen, was in Arcage abgeht. Hier, Frostbolt, zudotten, Charge, Blade Storm und dann ist schon tot hier. Das gefällt mir. Wundert euch nicht, ich benutze immer die WoW-Begriffe, aber so ist es halt, wenn man lange Jahre WoW gespielt hat. Habe ich jetzt aber jetzt schon seit einem Jahr nicht mehr gespielt, da ich ja Pause gemacht habe, wie meine Verletzungen. Wisst ihr ja, schon oft erzählt. Hey, Eddie zockt und so, grüß dich. Hallo, Gex und Chat, wie geht's dir, mein Kumpel? Passt, so weit, so gut hier. Wieder Arcage zeigen. Wow, was, wow, du schaust ja auch schick aus. Sexy, hey, blond. Wow. Schönes Zöpfchen, nice. Das ist wieder Standard-Charge, schaut das aus wie der erste, den ich gesehen habe. Bei dem Download von Arcage kommt immer wieder ein Verbindungsfehler. Ach, das ist ja doof. Wieso denn das? Was hast denn du für eine Leitung? Ist die nicht stabil oder woran könnte es denn liegen hier? Nur noch 3K fehlen dir für den Skyline. Wie viel hast du denn noch gespielt heute, du Süchtling? Ach, du hast die Fähigkeit hier. Ist die eigentlich geil? Mach die mal beim Mob. Diese Fähigkeit mit dem... Hätte ich ja auch skillen können. Erdspaltung. Genau. Probier mal, zeig mir die mal. Mit der Erdspaltung. Arcage nie gehört. Ist super. Ist super. Klar ist nur ein MMO, man kann normal leveln. Man kann hier Schiffe bauen, man kann Häuser bauen, man kann eine Farm leiten, man kann Kühe großziehen, die man melken kann, damit man Milch hat. Man kann Innis machen. Das ist halt ein MMO mit einigen. Ja, kleine Neuerung dazu, sage ich mal. Aber es ist Unreal Engine 3, ist schön. Gefällt mir soweit, schaut gut aus. Und passt. Verfolge schon seit einem Jahr eigentlich. Das heißt verfolgen, ich habe es mal gesehen, wie andere es gespielt haben und gefällt mir. Aber ich habe mich da angemeldet schon vor einem Jahr für die Beta und habe jetzt ein Jahr später endlich Beta-Zugang bekommen. Freut mich. Hat euch ja auch vorgestern, glaube ich, weiß gar nicht, wie viel, ein paar Keys verlost für Arcage. Ich weiß gar nicht, wie viele das jetzt waren. Ich glaube, mindestens 3 habe ich euch verlost. Genau, hier tanzen sie auch ziemlich toll. Kann jetzt aber leider keine Musik laut machen. Ich möchte diesen Tag heute auch auf YouTube hochladen. Schöne liebe Grüße an YouTube, falls ihr das Video im Nachhinein schaut. Den Livestream. Wenn ihr was verpasst habt, habt ihr die Möglichkeit auf YouTube zu schauen. Boah, Kürmelk. Must have. Weiß nicht, irgendwas unterbricht immer. Das ist ja blöd. Das ist ja doof. Hast du genug Platz, genug Speicher auf der Platte und so? Lass mal schauen. Ich weiß ja nicht, wie viel das genau braucht. Kühe melken Beste, oder? Nur deswegen. Ja, Ziegen kann man auch großziehen. Und du hast hier auch so ein Pad. Genau, wo ist mein Pad eigentlich? Mein Pferd habe ich ja auch großgezogen.
Sprich, ich habe einen Fohlen gehabt und dann habe ich den gefüttert, bla und so, Wasser gegeben, Essen, Trinken, es gestreichelt und jetzt ist es groß geworden hier, mit Rüstung hier, das kleine Pferd, kleine große Pferd. Hey Alex Boy, grüß dich, wie geht's dir, mein Freund? Ja, ich kauf mir das. Nur wegen den Kühen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Schauen wir mal hier. Schön ist hier, dass bei den Quests, die man noch übrig hat oder überhaupt angewählt hat, die Pfeile am Boden sind. Sprich, muss einfach in die Richtung laufen hier. Da ist falsch, man muss da lang laufen. Und es ist wie bei WoW früher, du, dein Pad, also dein Mount, das Pad ist gleichzeitig Mount jetzt hier in dem Fall, levelt mit, also musst du es beim Gefecht draußen haben, damit es auch XP bekommt. Sprich, mein Pferd ist Level 15, ich bin schon 18, also habe ich es nicht die ganze Zeit draußen gehabt oder ich habe es erst eher oder später bekommen. Nur wegen den Kühen, ja, wann gibt's neue Keys? Achso, wenn wir, weißt du nicht, ob du den Facebook-Post gelesen hast und oder den Titel von dem Stream, da steht, dass wir dann nur später für The Crew Keys haben. Für das Spiel habe ich jetzt keine Keys, lohnt sich auch nicht mehr, das endet heute schon um 20 Uhr oder 22 Uhr. Also wenn ich euch jetzt einen Key gebe um 4, bis ihr es runtergeladen habt und dann noch alles eingestellt, ist es schon vorbei. Von daher habe ich euch ja den Key vor 2 Tagen gegeben, habt ihr noch 3 Tage Zeit gehabt zu spielen. So, na gut, schauen wir mal weiter. Ich weiß gar nicht hier, was für Musik wir in dem Spiel haben. Ich muss aufpassen wegen der Musik, dass es nicht gefleckt wird in YouTube. Was haben wir für Musik? Naja, ich mach das mal auf 2 oder auf 1. Mach ich mal auf 1. Hoffentlich ist das nicht irgendeine Musik, was die Gamer dann irgendwie wegpusht. So, nee, ich will einen Crew Key. Jo, später, wenn wir dann The Crew spielen, vergeben wir auch The Crew Key passend dazu. So. Hört ihr irgendwelche Musik? Klar, aber gut. Ich kann es ja ganz ausmachen. Wenn ich dann wieder Props krieg, mach mal den Sound einfach direkt aus. 1 oder 0 ist ja auch wurscht. Gut, was soll man denn dazu tun? Das nächste ist hier, finde das Lagerhaus der blutigen Hand in Sandwolke und besiege den Quartiermeister der blutigen Hand. Okay. Siehste, Eddie, passend zum Spiel auch deinen Key verlosen. So dachte ich mir das halt. So. Hattest du gestern keinen gewonnen? Hast du gestern keinen gewonnen? Sagte mein Protokoll hier. Nee, du warst nicht dabei. Mensch, was hast du denn dabei gedacht hier? Wie kannst du nur falsch würfeln oder den Key nicht gewinnen? Ist der hier? Das Lagerhaus? Ist das Lagerhaus hier? Und die Quest wäre doch hier. Schauen wir mal. Ist das? Schauen wir mal, vielleicht ist hier ein Lagerhaus. Nee. Besiege den Quartiermeister. Okay, das blinkt da unten. Hier ist der Stall. Hier müsste der sein, oder? Muss man abmounten? Nein, ja, okay. Klar ist es, der hat schon jemand gepult, oder? Ja, sicher hat schon jemand gepult, deswegen ist es der. Ja. Kann man eigentlich sicher sein, wenn jemand den pult und tötet, dass es der ist. Aber hey, das sind die alle. Das sind alle 3 Quartiermeister. Okay. Anscheinend bewachen die alle 3 das Lager. Also haben wir die Quest geschafft.